Guten Tag, mein Name ist Klaus Sebold und ich leite zusammen mit dem Kollegen Thomas Giel die Forum Klinik in Köln. Und ich möchte Ihnen in diesem Beitrag etwas Wahres über Brustimplantate erzählen. Wir bringen schon einige Jahre Erfahrung in der plastischen Chirurgie zusammen und wenn wir zurückdenken, dann waren die ersten Jahre durch grenzenlose Euphorie geprägt. Alles war schön, die Patienten waren zufrieden, die Brüste waren schön. Und dann kamen die ersten Rückschläge und man wurde immer ein kleines bisschen nachdenklicher. Und heute überwiegt eher dieses Gesicht, das Gesicht der Nachdenklichkeit. Und was wir in diesem Beitrag Ihnen nahebringen wollen, ist, wie wichtig es ist, in der Brustchirurgie, überhaupt im Leben, aber klar auch in der Brustchirurgie und gerade was Implantate angeht, Risiken und Nutzen gut abzuwägen. Den Nutzen können nur Sie selber einschätzen. Der Nutzen ist dadurch bedingt, wie sehr Sie leiden, wie sehr sie sich an ihrer jetzigen Brust stören, wie unglücklich sie sind. Und demnach, was sie erwarten können bei gut gemachter Operation, ist dann natürlich, wenn sie sehr unglücklich im Ausgangszustand sind, theoretisch ein möglichst großer Nutzen. Die Risiken, die können wir Ihnen erzählen und die müssen Sie kennen, damit Sie diese Waage nutzen können und damit Sie daraus eine kluge Entscheidung treffen können. Und wir unterscheiden einmal grob zwei Risikogruppen. Das eine ist das Gesundheitsrisiko und das andere ist das ästhetische Risiko. Und das Gesundheitsrisiko, damit fangen wir einmal an, da steht an allererster Stelle die Ruptur. Ruptur bedeutet, Implantat geht kaputt. Und man liest hier noch auf einzelnen Homepages, dass Implantate ein Leben lang halten. Das ist leider nicht so. Brustimplantate sind, wie die amerikanische Gesundheitsbehörde sagt, keine Möglichkeiten, die ein Leben lang halten. Breast Implants are not lifetime devices. Und steigen wir einmal in die Literatur ein, auch speziell die jüngere Literatur, dann sehen wir, dass nach 10 Jahren wir etwa mit einer Rupturrate um 18% herum rechnen müssen. Hier ist noch eine andere Studie, das ist sogar eine Herstellerstudie, also die ist vom Implantatehersteller selber beauftragt gewesen. Und selbst in dieser Studie wird angegeben eine Rupturrate von 13% nach 10 Jahren. Zusammengefasst kann man davon ausgehen, dass das Risiko exponentiell mit der Tragedauer ansteigt, nach 5 Jahren ca. 5, nach 10 Jahren 15%. Das sind gute Mittelwerte. In den USA gibt es eine Diagnostikempfehlung, nach 3 Jahren eine Kernspin-Untersuchung zu machen und dann alle 2 Jahre zu wiederholen. In Dänemark gibt es die Überlegung, nach 6 bis 8 Jahren routinemäßig den Wechsel zu empfehlen. Klar ist, ein Leben lang stimmt nicht. Gucken wir uns das nächste Gesundheitsrisiko an. Das ist das Tumorrisiko. Das Tumorrisiko betrifft nicht den Brustkrebs. Der Brustkrebs ist sehr häufig mit 1 zu 10. Das Tumorrisiko, was hier gemeint ist, ist das anaplastische großzellige Lymphom, was fast nur auftritt bei Patientinnen mit Brustimplantaten, speziell auch eines bestimmten Herstellers, der besonders stark betroffen ist. Das liegt nicht hoch, ist 1 zu 30.000. Es ist kein sehr bösartiger Tumor, er kann in den allermeisten Fällen geheilt werden durch Entfernen von dem Implantat mitsamt seiner Kapsel. Aber es gab auch einzelne Todesfälle und das ist sicherlich ein Thema, was man sehr beachten muss. Jetzt kommen wir zum ästhetischen Risiko. Da steht allem voran die Kapselfibrose. Die Kapselfibrose bedeutet, dass in unterschiedlichem Ausmaß das Implantat von einer Hülle, die Ihr Körper selber bildet, zusammengedrückt wird und verformt wird Richtung Kugel. Und es wird härter und es sieht nicht mehr gut aus und es fühlt sich nicht gut und eher hart an und es sieht nicht gut aus und es kann auch manchmal wehtun. Die Kapselfibrose ist nicht gefährlich, aber sie kann äußerst unschön sein. Und hier zitieren wir wieder eine Anbieter-Homepage, die reden von durchschnittlich 5% Kapselfibrose-Rate. Das ist auch, wenn man in die Literatur einsteigt, absolut nicht so. Hier sehen wir auch wieder eine von Herstellern in Auftrag gegebene Studie. Und hier sieht man, man hat einen sprunghaften Anstieg in den ersten 2 Jahren auf 6 bis 8%. Dann bleibt es relativ konstant erstmal, steigt langsam an und dann steigt es wieder dramatisch an. Nach 10 Jahren haben wir über 18% Kapselfibrose-Rate. Also in den ersten 2 Jahren auf 6 und dann steigt es auf 18 bis 19% pro Patient an.
Klar ist, 5% ist viel zu schön geredet. Und jetzt haben Sie viele nachdenkliche Gesichter und schlimme Zahlen gesehen und es stellt sich die Frage, darf man überhaupt heute noch Implantate nutzen? Und dazu muss man sich einmal die Möglichkeiten angucken, die man hat, die man zur Verfügung hat. Wir haben einmal natürlich immer die Möglichkeit, nichts machen. Also wenn die Brust schön ist und nur ein bisschen klein ist, ist das angesichts der Implantate-Risiken eigentlich eine möglicherweise sehr kluge Idee. Wir würden zum Beispiel heute einer jungen Frau mit einem hübschen Körbchen B, was eine gute Form hat, die nur sagt, ich möchte mehr, von einem Implantat abraten. Im Fall von zum Beispiel Brustveränderungen durch Schwangerschaft, wenn die Brust hängt oder Volumen verloren hat und hängt, kann es überlegenswert sein, nur zu straffen und die Brust in eine schöne Form zu bringen und auf vielleicht noch zusätzliches Volumen zu verzichten. Oder man strafft und nutzt zusätzlich Eigenfett. Oder man nutzt nur Eigenfett. Eigenfett ist auch eine alternative Möglichkeit, mit der man einen Brustaufbau machen kann, ohne auf Implantate zurückgreifen zu müssen und ohne diese Langzeitrisiken von Implantaten. Kehrseite der Medaille, Eigenfett ist sehr aufwendig, aber mit Eigenfett geht auch nicht alles. Manche Dinge lassen sich mit Eigenfett eben nicht gut lösen und auch nicht bei allen Patienten ist genügend Eigenfett vorhanden. Man braucht nämlich eine ganze Menge. Und das Letzte, was bleibt, wenn man diese ganzen Möglichkeiten durchdekliniert hat und überlegt hat, ist doch Implantate zu nehmen, eben unter Inkaufnahme der Risiken und eben dann gut aufzupassen, dass man die Implantate zeitnah verfolgt. Und was ganz klar ist, dass eine Patientin, die Implantate bekommt, sicher davon ausgehen kann, in ihrem Leben häufiger operiert zu werden. Dazu muss man halt erst einmal Ja sagen. Unsere Aufgabe ist, Ihnen reinen Wein einzuschenken, damit Sie klug abwägen können zwischen Risiken und Nutzen. Und klar ist, je größer Ihr Leidensdruck ist, desto eher werden Sie bereit sein, auch Risiken einzugehen. Und auch wenn hier sehr vieles extrem negativ war, was ich geschildert habe, ist es ohne Zweifel auch so, dass die Mehrzahl der Patienten, selbst wenn Risiken eintreten, wenn man sie vorher aber gut aufgeklärt hat, ihre ursprüngliche Entscheidung nicht bereuen. Und viele Patienten das sogar als eine sehr wichtige und gute Entscheidung in ihrem Leben im Nachhinein ansehen. Aber ganz wichtig aus unserer Sicht ist es, vorher zu wissen, auf was man sich einlässt. Ich möchte mich für Ihre Aufmerksamkeit ganz herzlich bedanken.